Janoschs Traumstunde. Es war einmal ein Köhler mit Namen Jeromir. Er war so groß wie ein Baum und ganz stark. Und sein Sohn, das war der Josa. Aber der Josa war klein und überhaupt nicht stark. Das betrübte den alten Jeromir sehr. Oft kratzte er sich am Kopf und seufzte. Ich weiß nicht, wie das noch einmal werden soll mit dir. Denn wie kannst du jemals Köhler werden? Du bist zu klein und überhaupt nicht stark. Wer soll deine Bäume tragen? Das betrübte auch den Josa sehr, wenn sein Vater sich grämte, denn sie gehörten doch zusammen. Wenn man aber an der Lichtung vorbeikam, wo die beiden wohnten, und sah, wie sie im Grase lagen und die Sonne ihnen auf die Beine schien, konnte man denken, das ist ein wunderbares Leben. Es vergingen viele Tage. Die Sonne schien auf sie herab, Regen kam vom Himmel. Aber Josa wuchs und wuchs nicht. Nun hatte der Josa aber einen Freund, der war ein Vogel. Als der Vogel eines Tages sah, wie der Josa weinte, fragte er: Warum? Ach, weil alles so schlimm ist, sagte der Josa. Ich kann doch nie ein Köhler werden. Ich kann keine Bäume tragen. Meine Schultern sind zu schmal. Es braucht nicht jeder, ein Köhler zu werden, sagte der Vogel. Und das stimmt. Dann schenkte der Vogel dem Josa eine Vogelgeige, eine Zauberfiedel, nicht größer als eine Feder. Der Bogen war wie ein Grashalm und die Saiten so dünn, als wären sie unsichtbar. Er lehrte ihn, ein Lied darauf zu spielen. Thank you.
so schön, dass es überall still wurde im Wald. Ein Zauberlied, sagte der Vogel. Wenn du es spielst, spürt jeder, der zuhört, eine Verzauberung. Könnte ich damit die ganze Welt verzaubern? Die ganze Welt. Auch Menschen? Auch Menschen. Macht es auch stark? Jeder, der die Töne hört, wird größer werden und stärker. Ich auch? Du nicht. Wenn du stark wärst, könntest du nicht mehr spielen. Dann will ich lieber fiedeln können, sagte der Josa. Dann lehrte der Vogel ihn, das Lied rückwärts zu spielen. Rückwärts spielen war schwer und es klang seltsam. Man braucht das manchmal. Jeder, der das hört, wird kleiner werden, bis er so klein ist wie ein Fliegenbein. Könnte ich auch dem Mond vorspielen? Würde er dann auch kleiner werden oder größer? Fragte der Josa den Vogel. Ja, sagte der. Aber du musst den Weg dorthin finden. Da müsstest du ans Ende der Welt. Dorthin, wo der Mond die Erde berührt und er dich hört. Ich werde ihn finden. Dann wird mein Vater es von hier aus sehen können und sich freuen, weil ich das kann. Der Josa übte sein Lied 7 Tage. Vorwärts und rückwärts. Dann sagte er zu seinem Vater, lass mich bitte weggehen von hier und guck immer auf den Himmel, denn ich werde für dich den Mond verzaubern. Hier, mit meiner Fiedel. Dann kannst du allen sagen, das ist der Josa, mein Sohn, der das kann. Ist gut, Junge, sagte der alte Jeromir. Geh, ich warte hier. Du kannst doch wiederkommen. Ich bin immer zu Hause. Der Josa spielte ihm noch etwas auf der Fiedel vor und der alte Jeromir spürte so eine Kraft in sich, dass es nicht mehr schlimm war, dass sein Sohn wegging. Am nächsten Morgen machte Josa sich auf den Weg. Aber bald taten ihm die Füße weh. Er setzte sich ins Gras, nahm seine Fiedel und spielte etwas. Leise, nur so für sich. Aber eine Ameise saß da und hörte zu. Sie begann zu wachsen, wurde größer als der Josa selber. Das ist gut so, sagte der Josa. Wir werden zusammen gehen. Zu zweit geht man leichter. Und sie zogen weiter durch das Land.
Josa stopfte der Ameise Moos in die Ohren, damit sie nicht mehr weiter wuchs oder kleiner wurde, wenn er spielte. Und der Wind verwehte die Töne. Bauern, die auf dem Acker Kartoffel hackten, horchten manchmal gegen den Wind, vernahmen zwei, drei oder vier wunderbare Töne. Dann spürten sie Kraft in sich, aber wussten nicht, was es war. Hörten sie mehr, wuchsen sie. Etliche wurden auch kleiner, wenn er rückwärts spielte. Man kann es heute noch sehen. Überall gibt es kleinere und größere Leute. Aber der Weg zum Mond war nicht leicht zu finden. Die Leute lachten, wenn der Josa sie danach fragte. Sie schickten ihn aus Spaß auch manchmal in eine falsche Richtung. Da entlang und dort entlang. So kam der Josa einmal an einem Haus vorbei. Ein armer Tagelöhner und seine Frau wohnten darin. Sie besaßen nichts als eine kleine Gans. Die legte jeden Tag ein kleines Ei. Zu wenig für zwei Leute. Der Josa klopfte an und fragte nach dem Weg zum Mond. Ach, was nutzen einem 1000 Wege zum Mond, wenn meine Gans keine Eier legt, sagte der Mann. Früher habe ich den Weg gewusst. Dann kam die Not und ich habe ihn vergessen. Die Gans war draußen auf der Wiese und suchte Futter. Der Josa spielte ihr das Lied vor. Die Gans fing an zu wachsen, wurde groß und rundlich. Der Tagelöhner freute sich so, dass ihm auch der Weg wieder einfiel. Dort und dann da entlang, sagte er, bis an das Maisfeld. Und dann musst du weiterfragen. Als der Josa an das Maisfeld kam, wo der Weg sich teilte, traf er eine alte Frau. Die hatte eine Ziege. Die Frau war sehr arm und besaß nichts weiter als diese eine kleine Ziege. Und als er sie nach dem Weg zum Mond fragte, sagte sie: Ach, der Weg zum Mond. Was nutzen einem 1000 Wege zum Mond, wenn man Hunger und Not leidet? Ja, früher, da habe ich ihn gewusst. Dann kam die Not und ich vergaß ihn. Hier, meine Ziege, sie gibt kaum Milch. Da spielte der Josa für die Ziege. Und sie wurde groß und gab wieder viel Milch. Und die Not hatte ein Ende. Da fiel der Frau auch der Weg zum Mond wieder ein. Wenn du da entlang gehst, geradeaus, kommst du an ein Kornfeld. Da musst du weiterfragen. Bei dem Kornfeld traf er niemanden. Nur ein einfaches Pferd. Wen anders sollte er fragen als das Pferd? Mir ist alles egal, sagte das Pferd. Weg zum Mond oder zur Sonne. Ich möchte am liebsten nicht mehr leben. Wieso? Sagte Josa. Du bist doch groß und stark. Hast hier genug zu fressen und die Sonne scheint dir auf den Rücken. Aber der Bauer prügelt mich.
Er lädt mir die doppelte Last auf, weil er denkt, ich spüre nichts. Aber ich spüre viel, das kannst du mir glauben. Da spielte der Josa sein Zauberlied rückwärts. Das Pferd wurde kleiner, 1,53 Meter, und es freute sich. Wenn ich mir das so recht überlege, dann fällt mir auch der Weg zum Mond wieder ein. Alle Wege führen nämlich zum Mond. Du musst nur immer geradeaus gehen, niemals rechts abweichen, niemals links abweichen. Dann kommst du an das Ende der Welt. Hinter dem Wald kommt das Wasser, wo der Mond jeden Abend heraussteigt. Ja, das ist es. Der Josa ritt auf seiner Ameise weiter und kam in das Land der blauen Hügel. Dort wunderten sich die Leute über ihn, denn er war fremd hier. Sie lauschten, wenn er spielte, und wuchsen. Oder wurden kleiner. Berühmt. Und bald kannte man ihn in allen Dörfern und Städten. So blieb es nicht aus, dass der König des Landes von dem Jungen mit der Fiedel und der Zauberkraft erfuhr. Wer ihm zuhört, der wird größer, sagten die Leute zu ihrem König. Und wenn er nicht aufhört? Fragte der König. Wächst man immer weiter. Dann holt ihn sofort her. Wie jeder weiß, kann ein König nie groß genug sein. Die Boten brachten dem König die Antwort vom Josa. Er könne Könige nicht leiden und Köhlerskinder ließen sich von keinem König der Welt etwas befehlen. Der König geriet in Zorn. Er brüllte: Dann bringt ihn mit Gewalt zum Kuckuck! Er schickte die blauen Reiter aus. Sie sollten den Josa fangen. Sie hatten ihn bald entdeckt. Josa nahm seiner Ameise das Moos aus den Ohren und fiedelte sein Lied. Die Ameise wurde noch größer und raste in gewaltigem Galopp davon. Aber auch die blauen Reiter waren nicht von gestern. Sie gaben ihren Pferden die Sporen und kamen immer näher. Da hielt der Josa an und spielte das Vogellied rückwärts. Je näher die Reiter kamen, umso kleiner wurden sie. Klein wie Fliegenaugen. Wie Mückenbeine und verliefen sich im Gras. Nur einer nicht, der wurde und wurde nicht klein, so laut und schnell der Josa auch spielte. Er war taub. Sein Pferd wurde klein und verschwand. Genauso wie die Ameise. Der Blaue kam seelenruhig heran, überwältigte den Josa und schleppte ihn vor den König. Der König ließ den Zauberfiedler ins Musikzimmer sperren. Als dann alle schliefen, machte er Türen und Fenster zu. Keiner sollte von nun an
auch nur einen Ton der verzauberten Musik hören. Nur er, der König, er ganz allein wollte wachsen, größer werden, der Größte im Land und auf der ganzen Welt. Los, spiel! Befahl er ihm. Aber der Josa spielte rückwärts. Der König verspürte so ein Kribbeln, hielt das aber für die Zauberei. Erst als ihm die Krone zu groß wurde und über die Ohren fiel, wunderte er sich. Aber da war es zu spät. Der Josa fiedelte und fiedelte. Der König wurde kleiner und kleiner, lief bald wie eine Fliege auf den Zacken der Krone herum und fiel, als er so klein war wie eine Laus, von einem Edelstein und verschwand auf Nimmerwiedersehen in einer Fußbodenritze. Am nächsten Tag war ein großer Tumult im Palast. Alle liefen durcheinander, als man den König nicht mehr fand. Denn jeder hoffte selber König zu werden. Niemand beachtete den kleinen Jungen mit der Fiedel. Der Josa ging unbemerkt an der Palastwache vorbei. Ging weiter durch das Land der blauen Hügel, wanderte wieder durch die Welt und spielte. Er machte Reiche ärmer und Arme reich, machte Schwache stark und Starke schwächer und kam schließlich ans Ende der Welt. Dort blieb er. Dann spielt der Josa. Dann wird der Mond groß oder klein. Das sieht der alte Köhler Jeromir in seinem Wald und weiß, das ist der Josa, sein Sohn, der das kann. Mhm.